Moin von der Insel, herzlich willkommen hier bei uns im Auto, das sich zurzeit auf Gran Canaria befindet. Ist doch mal was. Ja. Buenas tardes von meiner Seite. 26,5 Grad um 17.12 Uhr. Am 23. Mai 2024. Und ich wollte gerade sagen, ist heute Mittwoch oder Donnerstag? Heute ist Donnerstag. Ich habe ja jegliches Zeitgefühl verloren, seit wir nicht mehr berufstätig sein müssen, sondern nur noch tun und machen, was wir wollen. Da ist bei mir, ich habe das nicht mehr so mit Feiertagen, mit Wochentagen, mit Wochenende. Mir schlägt ja jeden Tag, wie sagt man so? Das ist auch so ein Spruch, ne? Mir schlägt ja jeden Tag. Was heißt das, die Stunde? Die Stunde, mir ist ja jeden Tag nach Sonntag. Also ich habe mittlerweile. Ne, andersrum. Also früher im Arbeitsleben, da war das Wochenende natürlich, das waren die schönsten Tage der Woche. Ich fand Sonntag schon immer langweilig. Ich finde geschlossene Geschäfte auch furchtbar. Das ist jetzt leider andersrum. Also das Wochenende ist jetzt leider irgendwie nicht so schön, weil da sind die Geschäfte alle zu. Das stimmt hier ja auch nicht so mit. Nein, hier sind die alle auf. Aber wenn man irgendwie so, naja, auf jeden Fall das Sonntagsgefühl ist, hat sich jetzt irgendwie gedreht oder das Wochenendgefühl. Ich weiß gar nicht warum. Sonntage finde ich immer so ein bisschen, ich finde die Sonntage ein bisschen langweilig. Ja, aber interessant wird die Woche erst ab Montag, finde ich, und schön. Ja, weil da neue Werbung, neue Prospekte kommen ja, raus. So, es hat sich ein bisschen gewandelt. Ja, das stimmt. Ja, was haben wir denn heute vor? Wir wollen jetzt gerade mal nach Milloneras fahren. Ich zeige euch mal, wie immer, mal so, wie es denn hier aussieht. Ich finde die Straße immer ganz schön hier. Hier links gehen immer alle Hundebesitzer am späten Nachmittag, sowieso den ganzen Tag, aber am späten Nachmittag bevorzugt nochmal unter den Palmen spazieren und treffen sich. Hundebesitzer sind ja auch eine Welt für sich. Ne? Man kennt sich, ja. Wer einen Hund hat, spricht miteinander, man kommt in der ins Regel Gespräch. Über den Hund. Ja. Ja, und man ist auch gleich gut Freund. Und die Hunde sind ja immer, das ist ja immer das Gleiche, die tun ja nichts. Ja. Die tun ja, kein Hund tut irgendetwas. Die sind alle ganz lieb. Ja. Der tut nichts, der ist ganz lieb. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall sind wir da jetzt gerade vorbeigefahren. Ich finde die Straße immer ganz schön. Ja. Auf dem Weg, wie du, glaube ich, gerade schon gesagt hast, nach Milloneras. Wir wollen noch ein paar Schritte gehen, ne? Erstens wollen wir ein paar Schritte gehen und zweitens wollen wir noch mal ins Varadero, ne? Habe ich das richtig gesagt? Ja, das ist Varadero. Das Shopping Center dort unten in Milloneras. Dort gibt es auch noch den Boulevard. Das ist auch so eine Shopping Mall mit schönen Geschäften. Man kann da immer ganz schön mal durchschlendern, weil es auch sehr hübsch ist. Ja. Genau. Und wir haben heute, wie man sehen kann, fast wolkenlosen Himmel. Die Sonne scheint. Es ist angenehm. Ja, ein bisschen Wind vom Atlantik ist ja immer ganz schön. Heute am 23. Mai beginnt in dem Stadtteil San Fernando beginnt die Romeria, die Fiesta. Ja. Und wir sind am Wochenende dort verabredet mit Freunden, endlich mal wieder. Und ja, das ist immer sehr, sehr schön und sehr, sehr stimmungsvoll. Wir mögen die Fiesta sowieso und ich habe da extrem gute Erinnerungen, weil wir haben dort auf der Fiesta vor 5 Jahren ganz, ganz liebe Menschen kennengelernt, mit denen wir heute, man kann glaube ich sagen, sehr gut befreundet sind. Ja, das kann man. Also zumindest von unserer Seite. Ja. Nein, ich denke von anderer Seite ja, auch. Und ja. Ja, und das sind so Tage, da denkt man dann an diesen Beginn der wunderbaren Freundschaft. Genau. Und diese Fiesta, weiß ich gar nicht, ob wir die mitbekommen. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich sind wir dann gar nicht da, wenn diese große Abschlussparty da stattfindet mit dem Wochenende? Großen Umzug. Ist das? Ich meine am übernächsten Wochenende, am Dia de Canaria, am kanarischen Nationalfeiertag, an dem Wochenende. Da sind wir ja dann auch nicht mehr da. So, da sind wir ja weg. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir diese Romeria ja noch mit, diesen Umzug, wo sie dann alle in Trachten unter folkloristischen, musikalischen Klängen ihre Figuren tragen. Diese ganzen kirchlichen Dinger. Ja, das hast du aber nach Worten gesucht. Ja, 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 ja. Du wolltest das besonders gut machen. Ne? Ja, 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 ja. Das habe ich gemerkt. Aber es ist sehr, sehr stimmungsvoll. Wenn man jetzt nicht in die Tiefe gehen möchte der Geschichte, sondern einfach nur sich den
Klängen und der Stimmung hingeben möchte. Es ist sehr stimmungsvoll, Leute. Da gibt es nichts. Und es ist immer wieder schön. Und dann kommen so traditionelle kanarische Lieder. Die kenne ich mittlerweile auch alle. Ich wüsste aber nicht, wie, also nicht ein Titel, könnte ich sagen. Das liegt daran, dass wir immer noch mit der Sprache hadern. Naja, aber das ist auch so, bei den Songs, die man heute im Radio hört, also jetzt nicht die kanarischen folkloristischen Dinger, sondern so der Mainstream, sagt man, glaube ich, da könnte ich auch keinen Titel sagen. Das ist heutzutage ja alles irgendwie so ein Einheitsbrei. Ja, wir müssten mal die Kinder fragen, ob die das noch können, ob die noch wissen, was Charts sind, rauf und runter. Ja. Ich weiß, damals kannten wir aber die ersten 10 belegten Plätze, aber ganz genau. So ist es. Titel und Interpret. So heute kenne ich weder Titel noch Interpret. Und dann... Hier ist ein Parkplatz frei. Das war ja hier wie Ostern und Weihnachten zusammen. Ja, immer wieder, wir fahren hier immer wieder hin, immer wieder mit dem gleichen Ergebnis. Wir haben auch manchmal Glück, so ist es ja nicht. Ich war auch gerade vielleicht ein bisschen ungeduldig, weil er, der sich da die Füße sauber macht, will ja vielleicht auch weg. Ja. Ich frage ihn einfach mal, ne? Frag mal. Frag ich doch mal, ob das gleich was wird. Vielleicht, ist er weg? Ah, er will weg. Er hat uns signalisiert, dass er weg will. Was kann das dann aber auch noch mal eine halbe Stunde dauern? Macht doch nix. Und du musst blinken. Das als Zeichen. Oh, das ist ja wohl auch, das ist geil. Ich muss blinken. Es ist auch noch ein Bus hinter mir. Tja, ihr seid live dabei. Bei einem ganz, ganz seltenen Ereignis. Parkplatzglück. Hier einen Parkplatz zu bekommen. Das ist wirklich ganz, ganz großes Glück. Und ich schlage vor, wir lassen das Auto auch jetzt die nächsten 30 Tage hier stehen, weil das ist jetzt unser Parkplatz. So machen wir das. Der Vorteil an diesem Parkplatz ist natürlich, dass man wirklich nur noch wenige Meter gehen muss und dann steht man im Sand. Das ist hier wirklich der nächste Zugang zum Strand. Und was man auch nicht vergessen darf, der ist kostenfrei. Ja, stimmt. Man kann hier den ganzen Tag stehen. Ja, stimmt. Hast du recht. Mhm. Oder haben wir eine Parkuhr übersehen? Ich glaube nicht. Nee. Ist auch ganz skurril. Also die Parkuhren sind hier alle abgebaut worden in Maspalomas, weil irgendeine Lizenz wohl nicht wieder erneuert wurde oder so ähnlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn da blaue Streifen sind, heißt es ja, da musst du bezahlen. Und die blauen Streifen, diese gibt es überall noch. Aber man kann nirgendwo einen Parkautomaten finden, wo man einen Schein ziehen kann. Also, ja, gut für die Urlauber. Ja, stimmt. Gut für uns. So, und jetzt zeige ich euch, wo wir sind. Immer die Orientierung. Hier haben wir das Hotel Rio Oasis. Da sind wir mal gestrandet, ne? Ja. Und das hat uns eigentlich Gran Canaria wieder näher gebracht. Weil wir sind hier mal zwischengelandet, weil wir irgendwie, das ist lange Geschichte. Irgendwas mit Wind, Sturm, Wind. Ja, wir waren auf den Kapverden. Ja, Sturm und Wind. Ja, genau. Sind wir hier zwischengelandet, obwohl wir eigentlich nach Hamburg wollten und mussten in Hochkommen hier noch eine Nacht verbringen. Ja. In diesem wirklich wunderbaren Hotel, in dieser 1A-Strandlage. Und dann sind wir morgens aufgestanden und haben gesagt, das ist ja mal, Gran Canaria ist ja eigentlich ganz schön. Ja, und dann sind wir hier rausgekommen morgens, nach dieser Nacht und sind dann hier rausgegangen und haben gesagt, ups, hier ist gleich der Strand. Und dann sind wir auf der Strandautobahn spazieren gegangen. So nennt man das hier, oder bis nach Playa del Inglés hin und zurück. Und haben festgestellt, es geht schlechter. Und wenn man hier morgens unterwegs ist, ein Traum. Ist hier Verkehr auf der Strandautobahn, das kann ich euch sagen. Es scheint einem die Sonne ins Gesicht von links dann. Das ist einfach wunderschön hier am Morgen. Ich meine jetzt, auch jetzt noch. Wir haben es jetzt schon späten Nachmittag, 5:30 fast. Ja. Ja. Kurz vor 5:30 und die Liegen sind alle noch gut besucht. Ja. Und der Wind ist auch angenehm. Also normalerweise, wenn der Wind zu stark ist, dann ist in diesen ganzen Liegen, die sind dann so quasi so eingezäunt mit so Windzäunen, damit das nicht ganz so schlimm wird.
mit dem Wind, aber heute geht's. Guck mal da an der Bildschirm, ist der neu da oben? Haben wir noch nie gesehen. Oh, das weiß ich gar nicht, du. Relativ neu sind dann hier diese Überdachungen dort hinten, was ihr da seht, dieses kleine, ja, dieser kleine, ja, Pavillon. Genau. Man hat das extra hier hingebaut für Menschen, entweder mit körperlichen Einschränkungen oder aber älteren Leuten, die auch gerne mal Schatten brauchen, aber auch jüngere Leute, die auch Schatten brauchen. Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, genau. Sowas, ne? Und man hat dann auch diese Wege hier gelegt, dass man die auch barrierefrei dann erreichen kann, diese kleinen Pavillons. Dieser Weg, auf dem wir uns jetzt befinden, der ist natürlich Wind und Wetter ausgesetzt. Gerade vor ein paar Wochen hat es mal wieder hier die Welle diesen Weg zerstört, zumindest zu großen Teilen. Ja, zerstört ist jetzt auch das falsche Wort, unterspült, und ja, man konnte hier nicht mehr gehen oder nicht mehr richtig gehen auf diesen Platten. Aber das hat auch nicht lange gedauert und dann war alles wieder in Ordnung gebracht. Ja, geht man hier lang, wird man regelmäßig angesprochen. Hallo Petra. Von den Mitarbeitern. Wer war das? Petra. Wer ist Petra? Kenn ich nicht. Petra ist die Servicekraft im Insider. Jetzt geklopft und gewunken. Ach so, okay. Ja. Also hier wird man regelmäßig angesprochen. Ihr seht den Herrn hier im blauen Hemd. Der wird uns gleich versuchen, Essen zu verkaufen. Aber wir sind ja satt, ne? Ja, ja. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Bienvenidos. Gracias. Und heute ist Donnerstag. Wieso hat der Surfburger zu? Ich denke, wir Mittwochs zu. Ja. Vielleicht haben sie neue Saisonzeiten. Das mag sein. So, wir gehen jetzt ja gegen die Sonne. Und mal eine andere Perspektive. So ist ja viel schöner, wenn man die Sonne im Rücken hat. So, das ist dann hier jetzt gleich das Elsinador. Das ist wohl tatsächlich, das Lokal wirbt selber mit erste Strandlinie. Ist es ja auch. Ist es ja auch. Aber hier kostet auch der Wein oder der Aperol oder der Kaffee auch gleich ein bisschen mehr als woanders. Wie gesagt, ja. Erste Reihe. Wir waren noch nie hier. Im Urlaub gönnt man sich das schon. Ja, ist ja auch gut besucht. Immer. Und dann muss man hier am Strand tatsächlich aufpassen. Gerade jetzt dieser Bereich, den ihr jetzt seht, das steht oft da und da. Eine rote Flagge. Dann ist der Bereich da bis da. Dort ist es verboten, ins Wasser zu gehen. Ja, da gibt es eine Strömung. Ne? Und das sind 30 Meter. Mhm. Also achtet bitte darauf, wenn hier irgendwo eine rote Flagge steht, heißt das Badeverbot. Und regelmäßig kommen hier Menschen ums Leben auf den Kanarischen Inseln, weil die glauben, naja, ich kann doch mal eben ins Wasser gehen und finde doch leicht wieder zurück. Und dem ist häufig nicht so. Die Strömung ist einfach zu stark und man kommt nicht mehr an Land. Hier haben wir ein ganz tolles Restaurant, das hat aber auch jetzt schon zwei oder dreimal den Besitzer gewechselt. Zurzeit heißt es jetzt Boho. Wir waren da, da hieß es Palo Cortado. Und als wir da waren, als es Palo Cortado hieß, war toll, ne? Das war super. Vor uns der berühmte Faro, der Leuchtturm von Maspalomas. Und hier wird ausdrücklich immer auch davor gewarnt, dass man hier hohe Wellen hat. Heute ist es eher normal. Also keine hohen Wellen, aber kann an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch ein bisschen gefährlich sein. Aber wir haben das schon deutlich höher gesehen. Das ist das Hotel Faro im Übrigen. Ganz oben in der oberen Etage gibt es jetzt die Marlin Ibiza Sky Lounge. Wenn ihr mal hier seid, auf jeden Fall hier mal
mit dem Fahrstuhl hochfahren. Man kann da oben einfach mal aussteigen und sich den Blick gönnen rüber nach Playa del Inglés. Bei bestem Wetter, bei besten Sichtverhältnissen kann man hier wirklich von da oben wirklich, hat man den besten, den allerbesten weiten Blick. Man muss da nichts trinken, einfach nur mal hochfahren und gucken. Ihr könnt natürlich auch sitzen und dort die Sky Lounge genießen. Ein ganz toller Blick am Abend auch, ne? Ja, euch in den Whirlpool packen oder auf die Liege legen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Genau, sagt man, glaub ich, Restauration, ne? Gibt es da oben auch, zu der wir aber noch gar nichts sagen können. Weil wir wissen gar nicht, wer da schon mal was gegessen hat von den Menschen, die wir so kennen, ne? Nö. Sieht aber optisch total schön aus, auch alles da oben. Da läuft natürlich dann auch immer diese typische Beach-Bar, Sky-Bar-Musik, diese Lounge-Musik. Also für mich heißt es immer Yin- und Yang-Musik. Da wird man dann immer so Yin und Yang im Kopf. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist hier immer wieder ein Graus zu gehen. Besonders. Wir haben hier Kopfsteinpflaster. Besonders mit Flipflops. Oder mit hochhackigen Schuhen. Ja. Ist das nicht empfehlenswert hier, nee. So, und jetzt fängt hier gleich der schönste Teil. Für viele der schönste Teil von Meloneras an, der Boulevard. Der ist vor einigen Jahren ja komplett neu gemacht worden. Hier sind noch die alten Steine zu sehen und ab hier ist alles neu. Oh, es war schon ein Riesenunterfang. Der gesamte Boulevard geht bis dort hinten an den Strand von Meloneras. Schätzt du, 1,5 Kilometer sind das wohl ja, schon, bestimmt, ne? Bestimmt, bestimmt. Aber alles, was hier jetzt rechts kommt, ist wirklich hochpreisiger, weil es ist auch definitiv die schickste Ecke der Insel, würde ich tatsächlich sagen, was Restauration, Shops, Hotels angeht. Wenn ich mal die Insel so in meinem Kopf durchgehe, ist das die netteste, der netteste Boulevard. Ja, schick und nett ist natürlich auch immer wieder eine Geschmacksfrage. Der edelste, der vornehmste, der... Ja, weiß ich nicht. Also ja, ihr wisst, was wir meinen, oder? Das ist der Boulevard Faro von der Lopezan-Gruppe. Man kann das auch schwer erkennen. Man hat auch überall mal von der Lopezan-Gruppe das Logo hier im Rasen, ne? Ja. Was auch immer das ist. Ein Delfin, ein Hai, ein Fisch. Das ist irgendwie eine Mischung aus Fisch und Vogel, glaube ich. Ja. Hier übrigens Kabuki, ein japanisches Restaurant, auch relativ neu, steht auch immer noch bei uns auf der Liste, ne? Bei Stefan steht alles, was mit Asien und Küche zu tun hat, auf der Liste. Ne? Ja. Das ist eine lange Liste, LL. Bei mir steht alles, was mit Barbecue und Grillen zu tun hat, auf der Liste, aber das steht gar nicht auf Stefans Liste. Nee. Dann, wie ich gelernt habe, ich hatte ja neulich in einem Video gesagt, das Hotel Baobab ist das größte. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich hoffe, das ist richtig. Das Hotel ist das größte, das Hotel Meloneras, ne? Oder wie heißt Costa. Das? Costa Meloneras, so heißt es. Das entfiel mir gerade. Das soll wohl das größte Hotel hier sein und nicht das Lopezan Hotel. Baobab Hotel, Entschuldigung. Gehören beide zur Lopezan Gruppe. Ja. Wie viele andere hier auch noch. Aber ich kann das auch nur so weitergeben, wie mir das jemand geschrieben hat. Hab das nicht überprüft. Lopezan ist übrigens zusammengesetzt aus dem Namen zweier Menschen, dem Herrn Lopez und dem Herrn Sanchez. Was auch immer die hier anfänglich betrieben haben, weiß ich gar nicht. Straßenbau. Straßenbau war es, genau. Und dann haben sie sich gesagt, die Straßen müssen ja auch irgendwo hinführen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, Hotels an die Straßen zu bauen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ja. Ja, und das sind so die beiden großen Player hier am Markt, ist die TUI-Gruppe
und die Lopezan-Gruppe. Ja. Ja, TUI sage ich schon, Rio. Gehört das nicht zu TUI? Gehört das nicht zu TUI? Weiß ich nicht. Deshalb habe ich nichts gesagt. Ich glaube schon. Ja? Aber ich weiß es nicht genau. Könnten wir recherchieren. Machen wir aber nicht. Also Rio-Hotels sieht man hier. Hier gibt es bestimmt 5, 6, 7 Rio-Hotels. Also 3 allein hier in dieser Reihe hier. Ja. Ja, und hier zu rechten, das ist zu 100% unser Lieblingsthema oder mein Lieblingsthema Essen. Hier reiht sich ein Restaurant an das nächste. Und ganz am Ende der hochgelobte Italiener. Das Gran Italia. Das Gran Italia hieß immer, das ist hier der beste Italiener überhaupt. Da muss man mal gewesen sein. Wir waren da einmal und haben beschlossen, ist gut so. Wiederholungsgefahr 0%. Nicht, weil es nicht geschmeckt hat, aber man sitzt da total eng. Ja, und man sitzt da eng aufeinander. Ein bisschen Abzocke ist es auch. Kunst. Dali. Schau, wie schön. Ich nehme an, das soll Herr Dali sein. Du hast den Essen, glaube ich, sogar zurückgehen lassen, ne? Genau, genau. Was war da noch mit? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war, glaube ich, eine Lachslasagne. Erstmal war die total kalt und also das war definitiv nichts, gar nichts war das. Und ich meine, man kriegt das Essen hier nicht geschenkt, Leute. So, die Leute haben hier ihre Handys rausgezogen. Das ist ein Indiz dafür, dass wir hier wieder so eine dicke. Ein paar kanarische Echsen betrachten können. Eine haben wir gerade gesehen, die hat sich jetzt versteckt hier unter dem Stein, beziehungsweise ja, ist gut getarnt vor dem Stein. Vor ein paar Wochen lag hier eine Tote, weißt du es noch? Ja. Guck mal, der Schwanz ist aber auch irgendwie. Ja, die sieht aber auch komisch aus. Kurz. War hier noch eine? Ja, die genießt die Sonne. Hält sich den Kopf in die Sonne. Wir mussten mal eine Echse retten. Die hatte sich nämlich verlaufen und zwar in diesem Laden. In dem Boss-Shop. Dort hing die Echse zwischen der Damenoberbekleidung und die Echse war circa, ich will jetzt nicht übertreiben, aber die war circa 1,50 Meter lang. Du übertreibst. Doch, doch. Stefan hat nämlich bei der Rettung geholfen. Der Verkäufer hatte sich irgendwie auf dem Stuhl gerettet. Ja. Die Verkäuferin war ganz mutig. So, und dann haben wir irgendwie einen Pappkarton organisiert, die Echse dann aus der Damenoberbekleidung befreit und in ihr angestammtes Zuhause verbracht. Das war ein Schauspiel, wirklich. Ja. Am besten war der Verkäufer, der auf dem Stuhl stand. Ja. Ich gehe hier mal eben rein, ne? Ja. Hier kann meine Frau nicht dran vorbeigehen. Fundgrube. Ein Inder. Ich glaube, ein Inder. Also der Markt hier auf Gran Canaria, den teilen sich Inder und Chinesen. Sehr, sehr viele Chinesen, sehr, sehr viele Inder haben hier sehr viel in Betrieb. So, jetzt nochmal der Blick mit der Sonne im Rücken, fantastisch. Immer wieder ein Träumchen. Die Palmen mit dem Faro, der blaue Himmel, die Welle, der Wind, einfach zum Genießen. Die Fundgrube hat uns wieder ausgespuckt und gleich gegenüber ist dann das Einkaufszentrum Varadero, auch schon in die Jahre gekommen, wie man sehen kann. Moss Fashion, hier gibt es auch ja, hochpreisige Labels wie Guess zum Beispiel. Und was ich zum Beispiel sehr empfehlen kann, das gibt es, glaube ich, auch in Deutschland. Das sind diese Portemonnaies hier, die dann so einen Tresor haben.
Und das wird hier bei Moss Fashion verkauft. Das ist von der Firma Segrit. Das sind also abhörsichere Tresore. Also die Scheckkarten sind hier in einem Aluminium-Tresor, also können nicht ausgelesen werden. Ja, natürlich immer wieder gern gesehen Luxusartikel für Hals und Arm. Dieser Laden ist der einzige Laden, der sowohl Rolex als auch Breitling-Uhren verkauft. Ansonsten ist der Markt verteilt auf zwei große Player. Das ist zum einen Saphir und zum anderen Geneve. Die einen verkaufen Breitling und die anderen Rolex. Hier in diesem Laden, wie gesagt, die machen beides. Konnten sich nicht entscheiden. Das ist also so ein typisches Einkaufszentrum, das für Touristen da ist. Die meisten gehen auch mit irgendwas hier wieder raus, holen sich irgendwie eine Badehose oder einen Hut oder ein paar Badelatschen oder aber auch Schuhe oder sonstige Luxusartikel. Ich habe mir hier neulich tatsächlich Schuhe gekauft und zwar von Adidas Handball Spezial. Ein Kultschuh. Habe ich sonst noch nie gesehen auf Gran Canaria und ich dachte, mich trifft der Schlag. Hier oben, eine Etage höher, sind wir tatsächlich noch nie gewesen. Und ich vermute auch, das wird vielen anderen auch so gehen. Irgendwie will man da gar nicht hoch und man hat gar nicht das Bedürfnis, da oben hochzugehen. Die meisten werden es wahrscheinlich optisch sogar stornieren und das gar nicht erkannt haben, dass es noch eine zweite Etage gibt. So, was haben wir hier? Glitzerschuhe. Die finde ich schön. Mit Glitzer. Die finde ich schön. Außerdem, ich liebe ja grün, weißt du ja. Ja. Die finde ich gut. Würde ich eigentlich glatt mal anprobieren. Oh, dann mal los. Hola. Hola, ¿qué tal? Sehr gut für die Füße, ist ja hier Birkenstock, mit Fußbett. Auch Schuhe. Die Schuhe sind wieder ins Regal gewandert. Sie waren zu hart. Die waren hart in der Sohle und ach, dann geben die auch nicht nach. Und ach, na, Schuhe brauche ich ja eigentlich auch nicht. Nee. Ich habe der Verkäuferin noch gesagt, unsere Casa ist viel zu klein, als dass wir noch ein paar Schuhe kaufen könnten. Es ist so. Passt einfach nichts mehr rein. So, auch das Varadero spuckt uns jetzt wieder aus. Mal gucken. Jetzt gucken wir hier nochmal. Chaumet. Ja, es gibt ja immer mal neue Firmen. So, das ist hübsch, hübscher Schmuck. Schöne Steine. Chaumet. Und ich finde ja folgende Uhr ganz schick. Allerdings, so, hier haben wir die Omega-Uhren und es gibt eine Uhr, die heißt The Dark Side of the Moon. Die ist vielleicht hier. Das ist eine Omega so und so Master. Dark Side of the Moon. Aber es gibt die einfach nicht in der Größe, in der ich sie haben möchte. Seamasters ist das, glaube ich. Vielleicht ist es diese da sogar. Diese schwarze da. Und nee, das ist sie nicht. Ich finde kleine Uhren bei mir einfach nicht schön. Nein, ist auch nicht schön. Sind die größer geworden im Durchmesser? Ja, ich habe auch gerade gedacht. Die sind ja irgendwie mit den großen Lünetten heißen die, glaube ich, diese Knöpfe. Sieht das schon ein bisschen größer aus, ne? Aber so absolut. 44 oder 45 Millimeter, das ist so der Durchmesser, den ich mag. Alles darunter sieht irgendwie bei mir, mache ich nicht leid. Und das ist hier, wir sprechen wirklich von Millimetern und es sieht trotzdem nicht mehr gut aus, ne? Ich finde also der Unterschied zwischen 43 und 45 Millimeter ist optisch jetzt für mich schon so stark der Unterschied, dass ich sage, 43 ist irgendwie, auch geht auch nicht. Das ist ein doofes Thema. Ja, hört sich auch irgendwie bekloppt an, ne? Der Herr trägt keine Uhren mit 43 mm Durchmesser. Er muss schon 44 haben. Oh. Das liegt aber an der Figur des Herrn.
Aber der Herr hat ganz, ganz dünne Handgelenke. Und die Ärmchen wie Streichhölzer eigentlich. Das ist der einzige, Ärmchen? Das ist der einzige Teil an meinem Körper, mit dem ich einigermaßen zufrieden bin. Mit deinen Handgelenken? Ja, finde ich ganz schick. Herrlich. Ja. Gestern war ja der erste Tag meiner Diät. Ist gründlich daneben gegangen. Hat nicht geklappt. Aus unterschiedlichsten Gründen allerdings, auf die ich nicht mal einen Einfluss hatte. Naja. So, Erling Haaland, der Fußballspieler, Manchester, glaube ich, spielt der zurzeit. Der trägt ja Breitling. Na, wie Timer. So. Für mich die schönsten Uhren. Und ich finde, der sieht immer aus wie. Ich ein weiß Schläger. Gar nicht, wie so ein großes Kind. Der hat ja, glaube ich, bei Dortmund gespielt und ist dann verkauft worden. Dass man Menschen verkaufen kann in der heutigen Zeit, ist ja auch immer wieder sehr skurril. So, was wird hier? Werden hier Krebse gesammelt oder so? Man weiß es nicht. Der klappt das aber mit dem 90er Bauchumfang auch nicht. Hast du den Dali gesehen hier? Ja, habe ich. Gerade eben schon. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, Leute, dass ich super gerne Muscheln sammle? An den Stränden dieser Welt, auf denen, an denen ich schon war. Und ich hatte in Eckernförde bzw. in Gosefeld, wo wir ja gewohnt haben, eine ganz schöne Sammlung. Schöne unterschiedliche Gläser mit Sand von verschiedenen Stränden dieser Welt und mit tollen Muscheln. Und hier gibt es keine. Hier gibt es keine Muscheln. Aber Sand, Sand am Meer. Aber Sand von Maspalomas stand auch in meinem Regal in Deutschland. Ja, aber ich glaube, das ist verboten. Ja, ich meine, das war nicht mal eine Handvoll, ne? Ich glaube, das ist verboten. Sand mitzunehmen ist, glaube ich, verboten. Das war, hing in den Handtüchern fest, damit du zu Hause ausgeschüttet. Ach so, ja. Okay, das hatte ich gesehen, dass du das gemacht hast. Das ist dann, glaube ich, nicht verboten. Aber sich extra eine Schaufel Sand mitzunehmen, nein, ist, glaube ich, nein, nicht nein, nein, es hing fest. Hing in den Klamotten und in den Handtüchern fest. Ja. Und da kam auch ordentlich was zusammen, ne? So, und dann gibt es ja so ein Phänomen, das haben wir ja zum ersten Mal auf Teneriffa gesehen. Menschen stapeln Steine übereinander. Und dann entsteht hier sowas. Warum und weshalb entzieht sich meiner Kenntnis? Vielleicht hat das auch was mit Yin und Yang zu tun. Ich kann mich erinnern, als wir mal auf Teneriffa waren und das gezeigt haben, da haben dann auch einige kritische Zeitgenossen haben sofort gesagt, totaler Unsinn, man bringt die ganze Natur durcheinander und die Steine erfüllen ja auch ihre Funktion hier als Wellenbrecher oder als keine Ahnung was, als Lebensraum für keine Ahnung was. Naja, ob man das so kritisch unbedingt sehen muss, ich weiß es nicht, aber überflüssig finde ich das auch. Obwohl auf der anderen Seite, man guckt da auch hin. Guck dir mal bitte zur Linken den Himmel an. Das sieht aus, als müssten wir schnell nach Hause. Ja, immer wieder sieht das manchmal so aus, dass man denkt, gleich öffnen sich die Schleusen. Nee, wird aber nicht stattfinden. Erfahrungsgemäß gibt es keinen Regen. So, jetzt haben wir die Begegnung mit der Polizei. Die fahren hier regelmäßig auch Streife, das ist die Polizia Lokal. Aber auch die Polizia National, die fährt hier Streife, oft auch mit Motorrädern, meistens zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Aber sag mal, fällt dir ja gerade auch auf, dass es deutlich ruhiger wird, dass deutlich weniger Menschen hier sind. Ja. So Ende Mai, also keine Saison hier, die Urlauber werden weniger. Die deutschen Urlauber fahren jetzt nach Sylt und Föhr und Amrum. Und Norderney und Wangerooge und Langeoog und nach Eckernförde. Wer übrigens noch eine hübsche freie Ferienwohnung in Eckernförde sucht, kann uns ja gerne mal ansprechen. Ist da noch was frei?
Für den Sommer bestimmt nicht. Naja, haben, Fragen kostet ja nichts. Wir haben gemerkt, dass das Buchungsverhalten der Menschen sich geändert hat. Ja, das stimmt. Die buchen anders als in den vergangenen Jahren. Ja, also das Ostseebad-Eggernsfelde heute wollen wir mal kurz hervorheben. Kann man gerne hinfahren, wirklich. Wunderschön ist im Sommer dort. Das war der Werbeblock. Wir sind im Juni auch mal wieder da. Vielleicht trifft man sich. Ja. So, jetzt verlassen wir wieder den angenehmen Bereich des Boulevards und kommen wieder in den gefährlicheren Bereich. Selbst ich, der hier mit Birkenstock-Sandalen unterwegs ist. Keine Sandalen. Hat hier, was sind das, keine Sandalen? Sandalen haben hinten eine Klemme. Also das, ich höre gerade, das sind keine Sandalen. Latschen sind das. Birkenstock-Latschen sind das. Also mir ist es auch scheißegal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, selbst mit den Dingern, die ich an den Füßen habe, ist nicht angenehm zu gehen. Ja, und hier auf der Pier, dort steht man natürlich immer sehr, sehr gerne, um ein Selfie zu machen. Perfekt zum Sonnenuntergang oder Aufgang. Und sehr beliebtes Fotomotiv sind ja die Künstler hier, die hier fast tagtäglich neue Figuren aus dem Sand zaubern. Toll. Dazu gehört aber auch eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Fingerfertigkeit, sowas tatsächlich auch herzustellen. Seamaster heißen die. Seamaster? Ja. Hier haben wir sie. Omega. Ja, das ist aber nicht die Dark Side of the Moon. Glaube ich zumindest nicht. Wenn man sich nicht, war viel mehr Wasser da, entschuldige. Ja. Wir bekommen hier Ebbe gerade. Ja. Die Steine waren gerade noch nicht zu sehen. Es geht schnell, guckt mal. Wenn man sich hier nicht jeden Tag sagt, wie wunderschön das hier ist, wird das irgendwann zur Normalität und man sieht das gar nicht mehr, dass das hier so schön ist. Man muss sich das tatsächlich immer wieder mal ganz bewusst anschauen. Und dann stellt man immer wieder fest, ist schon nicht schlecht hier. Und also für Insider, die hier gerne mal in den Atlantik springen wollen, man sieht das ja hier auch, die ganzen Steine im Wasser. Ich finde das sehr, sehr unangenehm, wenn man hier ins Wasser geht und auf so einen Stein tritt, der dann möglicherweise auch so glitschig ist. Dort hinten, hinter dem Liegenfeld, ich sag mal 300 Meter hinter dem Liegenfeld, da fängt dann der erste Strandabschnitt an, in dem es keine Steine mehr gibt. Genau. Wenn wir aber Hochwasser haben hier, dann kriegt man die Steine auch nicht mehr mit, weil das Wasser ja hier bis hier vorne rangeht. Und dann sind dort, wo die Steine sind, da kann man schon gar nicht mehr stehen. Ja, und jetzt schließt sich der Kreis. Wir kommen jetzt da an, wo wir dann eben am Parkplatz losgegangen sind. Und es ist eine gute Möglichkeit, jetzt sich bei unseren Zuschauern zu verabschieden, schlage ich vor. Ja, wir sind durch mit unserem Spaziergang. War wieder schön, dass ihr mitgekommen seid. Genau, wir ich hoffe, sagen tschüss und auf Wiedersehen. Ja, und ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Bilder gesehen, die Lust gemacht haben, hier mal herzukommen. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Adios. Hasta luego. Ciao, ciao, ciao.